Rauchi reagiert. Ja, so kann es gehen. Es fängt sehr wackelig an, aber so ist das halt. Ne? Wenn man irgendwie die ganze Zeit noch was sucht, findet man nichts. Und wenn man verlaufen lässt, findet man plötzlich was. Und jetzt habe ich was gefunden, wo ich auch wirklich noch mal gerne ein React zu machen möchte. Und wie gesagt, an der Stelle gleich auch die Einladung nochmal, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr gerne hättet, dass ich darauf reagiere, dann schickt mir das gerne. Ne? Nutzt die Kommentarfunktion oder schreibt mich privat an, wenn ihr wisst, wie es geht. Und dann, heute möchte ich auf ein Video reagieren, das schon ein React-Video ist, aber explizit nehme ich dieses und nicht das Originalvideo. Weil der gute Kianosch nämlich auch was sagt zwischendurch, was ich sehr, wo ich auch noch so ein paar Gedanken zu habe. Kommen wir dann aber gleich drauf. Ich schalte mal hier einfach um auf den anderen Monitor und drücke hier mal auf Start. Der größte Fehler in der Wahrheitsbewegung, da bin ich mal gespannt. Wahrheitsbewegung. Auch wenn ich riskiere, dass sie mich alle nach diesem Video hassen werden, weil ich ihre Illusionen zerstöre, ihre Vorbilder, Meister, Götzenbilder, Truther, Götter und Fanartikelverkäufer, muss ich leider ein paar sehr ernste Dinge ansprechen, die mir in den letzten Jahren sehr sauer aufgestoßen sind. Ich habe nicht umsonst 2, irgendwas Jahre Pause von YouTube gemacht, weil ich einfach nur so keinen Bock mehr darauf hatte. Ja, kenne ich sehr gut, habe ich auch, also nicht nur von YouTube, ich habe auch zwischendurch einfach über ein halbes Jahr und zwischendurch mal 8 einfach Facebook und Instagram einfach nicht mehr angemacht zwischendurch, weil ich gemerkt habe, wie sehr mir das inzwischen Energie gezogen hat. Auch in Bezug halt eben auf diese Videos, die mich eigentlich interessieren, weil sie halt eben mit der Wahrheitsfindung zu tun haben, aber dann eben sehr oft eben doch eher Ego-Trips sind. Sondern der festen Überzeugung war und bin, dass die Wahrheitsbewegung selbst ein Teil des Problems geworden ist. Und genau. Hier ein paar Grundannahmen. Platz 10. Die Wahrheitsbewegung bewegt etwas. Die Wahrheitsbewegung ist nie eine Bewegung gewesen. Wo bewegte sich denn hier was? Haben Sie, und jetzt müssen Sie mal ganz ehrlich zu sich sein, gesehen oder gehört, dass die Leute, deren Videos Sie zu Hunderttausenden anklicken, eine echte, aufrichtige, unmanipulierte und von außen unabhängige Bewegung gestartet haben, die nichts mit dem Polittheater, Demonstrationen oder Petitionen zu tun hatte? Also ich persönlich schon und die Leute, die mich kennen, halt eben auch. Und ich kenne auch viele, die tatsächlich auch sehr viel von dem, was er nachher noch anspricht, tatsächlich gemacht haben. Aber es ist halt so verschwendet gering. Und egal, wo es passiert, werden den Leuten so dermaßen Steine in den Weg gelegt, dass es fast nicht möglich ist, sich zu bewegen. Ich konnte nur Leute wahrnehmen, die auf Stühlen vor Kameras saßen und ewig über den Ist-Zustand lamentierten. Das auch. Keine bis schlechte Lösungsansätze präsentierten und wenig bis gar nicht ins Handeln kamen. Da gab es viele Durchhalteparolen wie: Wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. Widerstand. Wir müssen alle ins Handeln kommen. Macht mit und werdet aktiv, aber bei was denn genau? Ich habe vor ein paar Jahren diejenigen kennengelernt, die sich selber Aufgewachte nennen und habe Nächte mit diesen Leuten auf meinem Discord-Server, einem virtuellen Sprachraum, verbracht. Ich habe in den letzten 20 Jahren viele von denen persönlich kennengelernt, habe mit denen am Lagerfeuer gesessen und auch mitunter Wochen und Monate zusammen verbracht. Es ist nicht nur so, wie er es hier beschreibt. Und kann Ihnen mit bestem Gewissen mitteilen, dass 80% aller aufgewachten schlafschäfrige Beta-Männchen sind, die keinen Antrieb haben, ins Handeln zu kommen. Und alle wollen sie ihren König zurück. Okay, ja, da ist auf jeden Fall, ist ähnlich. Also ich betrachte es ähnlich. Diese Wahrheitsbewegung, das müsste man erstmal definieren, was er damit meint. Wen spricht er hier an? Eine gewisse Gruppierung? Was ist mit Wahrheitsbewegung überhaupt gemeint? Wisst ihr, was ich meine? Man wird ja auch in verschiedenen, sag ich mal, in verschiedene Sektoren auch nochmal hingelenkt. Aber ich habe auch immer gesagt, gewisse Telegram-Gruppen zum Beispiel, nur als Beispiel. Warum hängt das jetzt? Diese Themen auch nutzen, um daraus finanziellen Profit zu bekommen, ne?
Ich habe das Video extra runtergeladen, damit es sauber läuft und es bleibt trotzdem hängen. Das heißt, die benutzen diese Themen, sprechen diese Themen an, vermeintlich interessieren die sich für diese Themen angeblich, um am Ende Spenden einzusammeln, irgendwelche Produkte zu verkaufen, mit ihren ganzen Links drauf zu ballern. Ne? Und ja, das ist auch sehr, 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 sehr häufig ein Geschäftsmodell. Ist kein Witz, ich meine das ernst. Das sind halt auch gute, sage ich mal, gute Kunden, die man holen kann, weil die sich denken, jawohl, endlich jemand, der das sagt, was ich denke. Und dieser jemand, der das dann macht, denkt sich, jawohl, endlich Vollidioten, die auf den Trick reinfallen. Das ist für mich quasi nicht die Wahrheitsbewegung, aber es ist sehr miteinander verbunden. Das ist die ESO-Szene, von der ich aus genau diesen Gründen eben auch kein Teil sein will und mich da auch einfach von distanziere, weil da eben einfach so viel Schrott verzapft wird, weil eben doch noch so viel Ego damit drin ist und halt eben die Absicht, Geld zu verdienen und die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen alle, aber sehr viele dieser Leute, die angeblich einer Wahrheitsbewegung angehören, machen daraus einfach Mäuse. Das ist Real Talk, Leute. Darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Kann mir keiner sagen, sowas gibt's nicht. Und da gibt es Menschen, die halt nicht so bewandert sind in gewissen Themen und glauben dann erstmal dieser Gruppe oder wo sie, wem auch immer sie angehören, vertrauen denen auch. Und da werden auch Sachen gesagt, die dann auch zu dem Weltbild passen, was man kritisiert. Und zack, bist du auf einmal in irgendeiner Bubble und dir wird das Geld, ohne dass du es merkst, aus den Taschen gezogen, vermeintlich für die Wahrheitsbewegung. Denn ihr wollt auch, dass sich was ändert. Ihr wollt auch, dass sich im System oder in, dass die Gleichgerechtigkeit stattfindet. Dann folgt mir, teilt das, kauft mein Buch, klickt meine Videos, verbreitet das und so. Weißt du, wie ich meine? Das gehört dazu. Ja, das ist mit der Grund, warum ich mich jedes Mal so extrem schwer tue, das zu machen, was andere so im Nebensatz noch erwähnen. Schreibt in die Kommentare, teilt, liked, bla bla bla. Ich versuche das immer wieder mal mit einzubringen. Auf der anderen Seite merke ich, dass es mir sowieso nichts hilft. Ja, und ich weiß nicht, es ist tatsächlich schwer für mich, weil ich mir auch denke, ey, wenn es euch nicht von euch aus so gefällt, dass ihr es wert empfindet, von euch aus es zu teilen, zu kommentieren, zu liken, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, ja, dann möchte ich auch nicht, dass ihr es einfach nur deswegen tut, weil ich darum bitte. Dann hat das keinen Wert, dann macht ihr das nicht für euch, dann macht ihr das für mich und das fände ich verkehrt rum. Ich mache das hier für mich, das ist okay und ich setze das für mich auch online und auch für das, was ich dafür bekomme, das Feedback, Ideen, weiterführende Gedanken und sowas halt alles. Aber das ist halt, wie es ist, ne? So, und ich weiß, dass das auch halt eben nichts bringt, das irgendwie zu forcieren. Wollen verkaufen, Leute. Das ist dann wirklich ein Problem. Und jetzt kommt nochmal das andere Ding. Wie erkennt man so etwas? Tja, da sage ich wieder, da musst du deinen Verstand einschalten und deinen Filter einschalten. Anders geht's nicht. Ne? Da musst du wirklich aufpassen. Freunde, da müsst ihr echt aufpassen. Das wollte ich nur einmal nochmal an der Stelle sagen. Platz 9. Nur zusammen sind wir stark. Ja, das passt gut zu Platz 10. Wer einen Verein gründen will, riskiert, diesen weggenommen zu bekommen und zwangsenteignet zu werden. Wer eine Partei gründen will, möchte nur einen Teil des Kuchens abhaben und wird selber Teil des Systems. Wer gemeinsam demonstrieren gehen will, riskiert, eine auf die Fresse zu bekommen. Wer gemeinsam Umsturzpläne gegen die Regierung aushecken will, hat gar nichts verstanden und riskiert, im Knast zu landen. Wer jegliche Form von öffentlicher Bewegung gründen will, riskiert, unterwandert und zerstreut zu werden. Das Ding ist auch, Menschen, die sagen, dieses System muss abgeschaffen werden. Ja? Die Regierung muss weg, das System muss abgeschaffen werden, die Polizei ist korrupt, alle müssen weg. Das ist wirklich um eine Ecke gedacht. Ne? Ich will niemandem zu nahe treten, aber was machst du dann? Jetzt nehmen wir mal an, du hast irgendwie... Ich überlege gerade, ich lasse ihn gerade noch ausreden, aber komme zurück auf die Frage, was dann, und dass das nicht ausreichend überlegt sei, wenn Leute sowas sagen. Kianusch, da kann ich dir unter Umständen auch noch was von erzählen, wo du noch nie drüber nachgedacht hast. Wie geschafft, ja? Ganz viele Menschen zu mobilisieren, dass eine gesamte Regierung und ihre gesamten Apparate abhauen oder weg sind. Was machst du dann? Was passiert dann? Dann haben wir die Möglichkeit, unabhängig von dem Beispiel, das du jetzt gleich noch gibst, wieder in die Eigenverantwortung zu treten.
Wir müssen nicht alles ausufern lassen. Wir haben ausreichend technische Möglichkeiten, um uns abzusprechen. Und zwar mit denen um uns herum. Und nur die sind wichtig für uns. Wir brauchen uns nicht mit irgendwelchen Politikern, die uns sowieso nicht kennen, abzusprechen, weil mit denen wird man keinen Konsens finden, weil die sowieso vollständig andere Vorstellungen und Ideen von ihrem Tun und Handeln haben. Die haben ganz andere Hintergedanken. Denen geht es nicht darum, dass wir frei und eigenständig sind, sondern genau ums Gegenteil. So, und deswegen ist halt auch eben diese ganze Politikmaschinerie, inklusive Wahlen, inklusive Gesetzes, inklusive Ländergrenzen, egal was damit zu tun hat, Kontrollwerkzeug. Und solange wir daran partizipieren, wirkt dieses Kontrollwerkzeug auch auf uns. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie es anders geht, bevor du jemandem, der das jetzt wie ich bin nämlich auch so einer, der gar kein Freund von sowas allem ist und ich wirklich eher dafür bin, dass wir lernen sollten, wieder uns selbst zu vertrauen, souverän zu werden, eigenständig zu werden. Das ist nämlich das Ding, ein Staat kann überhaupt gar nicht souverän sein und überhaupt gar nicht erst recht nicht, wenn sein letzter Untergebener es noch nicht ist. Ein souveräner Staat könnte bestenfalls existieren durch ein souveränes Volk. Das Ding ist, wenn dabei das Volk souverän ist, sprich jeder Einzelne davon eigenständig, dann wird es keinen Staat mehr brauchen. Klar soweit? Kannst du soweit folgen? Wenn nicht, ich habe ein Buch geschrieben, schon 2015, dass eine Welt hinter dieser Abschaffung der Politik, die gar keine war in dem Buch, sondern die hat sich quasi selbst abgeschafft, indem sie sich einfach so lächerlich gemacht hat, dass denen irgendwann überhaupt gar keiner mehr Glauben schenken konnte. Selbst weil es irgendwann so abstrus wurde, dass denen einfach die Aufmerksamkeit der Leute flöten gegangen ist, die dabei derweil angefangen haben, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, und das ist das, was ich mit Absprache meine, gemeinsam dafür zu sorgen, dass kein einziger von uns mehr eine Gefahr für sich selbst oder irgendjemand anderen darstellt. Wenn man das mal eine Weile in den Fokus rückt, was das überhaupt bedeutet, wie man das umsetzt, wie man lebt, um das zu erreichen. Es gibt ein Gesetz, richte keinen Schaden an, du kannst im Prinzip tun und lassen, was du willst, weil sich keiner daran stört, was du tust. Das ist Logik. Und ich lebe das seit Jahren und ich kann sagen, das ist nicht einfach nur ein Spleen. Das ist sehr sinnvoll. Ja, natürlich kann man sich darauf ausruhen und sagen, ja, ich muss. Ja, aber der Punkt ist, dass mit richtig keinen Schaden an. So, dass keiner einen Grund hat zu klagen über das, was du tust. Und das kann man kultivieren. Und wenn man das kultiviert, dann entsteht tatsächlich automatisch, logischerweise, eine völlig andere innere Einstellung in allen von uns. Und die können wir dann auch wieder nutzen und ausbauen. Ne, das Buch heißt 2020, die neue Erde, findest du im Buchhandel oder auf www.lest2020.de, wenn du das möchtest. Und jeder andere, der sich halt eben auch an der Stelle fragt, und was dann? Lest euch einfach mal dieses Buch durch. Ihr könnt es euch auch auf meinem Kanal anhören. Einfach eingeben, Bauchi liest 2020, die neue Erde. Und dann habt ihr das in 4 Stunden 19 auch einfach so als Update im Kopf und könnt euch eventuell dann auch vorstellen, wie es ohne Politik und Fremdherrschaft auf unserem auf dem Server Erde aussehen kann. So, machen wir mal weiter hier. Ich gehe mal wieder. Ne, das ist der falsche Knopf. Hier muss ich hin. Kianusch. Ich kann euch sagen, was passiert. Das reinste Chaos. Das reinste Chaos. Ich nenne immer das Beispiel Iran. Iran hatte eine funktionierende, fast schon Demokratie. Es hatte eine funktionierende Gesellschaft. Alles hat ein funktionierendes System. Auf einmal haben Leute die Bevölkerung aufgestachelt, sich gegen dieses funktionierende System zu erheben. Und die Menschen haben das gemacht. Weil ne, aber die Menschen haben sich auch stacheln lassen. Und es bedarf eines bestimmten Bewusstseins, dass man untereinander
praktizieren und trainieren kann, damit das nicht passiert. Dann kann von außen gefeuert werden, wie will. Wenn wir uns nicht mehr spalten lassen, funktioniert die ganze Scheiße nicht mehr. Das liegt an uns. Sie dieser Propaganda verfallen sind und haben dann angefangen zu rebellieren, auf die Straßen zu gehen, und denen wurde irgendein Scheiß erzählt und die haben das geglaubt. So. Dann haben die es geschafft, die Regierung zu stürzen, die Amtierende, und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann ist die Hölle über dem Iran eingebrochen, bis heute. Dann kamen Leute an die Macht, die von heute auf morgen plötzlich die Scharia eingeführt haben, die von heute auf morgen auf einmal tausende Menschen exekutiert haben. Plötzlich warst du in einem Land, was du nicht mehr wiedererkannt hast. Das dazu führt Gehorsam. Das ist das Gegenteil von dem, wovon ich gerade spreche, und das ist das, was halt die ganze Zeit leider eben immer noch die Basis des gesamten systemischen Lebens ist. Das ist der Grund, warum meine Eltern und viele Eltern aus dem Iran geflohen sind. Dieser Begriff politische Flüchtlinge, weil sie konnten dieses Regime nicht aushalten. Ja. Ich bin sehr dankbar dafür, dass viele von euch tatsächlich fliehen mussten, weil dadurch habe ich mich sehr weiterentwickeln können, weil da, wo viele von euch gelandet sind, wie du jetzt hier zum Beispiel, habe ich Freunde gehabt, die mir vom Iran erzählt haben. Und ich wusste dann, dass das ein bisschen anders aussieht da, als das, was man uns in den Medien erzählt. Gibt übrigens, ne, ist kein Zufall, dass mein Künstlername in Farsi auf meinem Arm steht. Das ist auch etwas, was für mich mit deutsch-iranischer Freundschaft zum Beispiel zu tun hat. Und deutsch-iranische Freundschaft, nur zur Erinnerung, ist auch einfach nur wieder ein Teil der Menschheitsverbindung, Menschheitsfamilie. Auch der Iran gehört dazu und auch Russland und auch Deutschland. Und nein, eben eigentlich nicht. Das ist der Punkt. Iran gehört nicht zur Menschheitsfamilie. Und Russland auch nicht. Und Deutschland auch nicht und kein anderes Land, sondern die Menschen, die unter der Knute dieser Länder stehen, weil sie doof genug sind, sich damit zu identifizieren und dazugehören zu wollen, statt genau das einfach mal sein lassen zu wollen und einfach sie selbst zu sein und zu sich zu gehören und damit wieder Zugang zur gesamten Menschheitsfamilie zu bekommen. Das ist der Punkt. Ich bin am falschen Monitor, ich muss hier. Ach, das ist die Wahrheit. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, dieser Trick wurde angewendet und dann sind diese Leute an die Macht gekommen und haben alles schlimmer gemacht. Iran hat eins der höchsten Inflation auf der gesamten Erde, wenn nicht sogar die höchste. Vielleicht gibt es ein, zwei Länder, die eine höhere Inflation haben. Das heißt, das Geld im Iran ist so gut wie nichts wert. Als ich zuletzt 2015 oder 16 im Iran gewesen bin, da habe ich mir sagen lassen, ja, wenn du was essen willst, kannst du runtergehen, hier hast du ein bisschen Geld. Alter, bisschen Geld, das war ein Batzen, Leute, der war so dick. Ich übertreibe nicht, wirklich, das war so ein Batzen. Damit konnte ich mir ein Sandwich mit Kebab, mit Spieße holen. So ein Batzen und noch vielleicht ein Getränk, das war's. Ja, so ein Ding haben wir. Und es wird immer schlimmer, es wird nicht besser. Und die Innenpolitik ist ja eine reine Katastrophe. Und seitdem die iranische Bevölkerung quasi diesen... Sorry, ich habe keine Ahnung, warum das Video jetzt so spinnt hier. ...großen Fehler gemacht hat, die haben sich ja verarschen lassen quasi, ist das immer ein Beispiel, ein nennendes und ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wenn man sagt, diese Regierung muss weg, das System muss vernichtet werden oder was auch immer, was für Parolen dort immer geschrien werden oder hier und dort. Leute, Vorsicht! Vorsicht. Und genau solche Mechanismen benutzt zum Beispiel die AfD. Die AfD sagt genau das, was der Bevölkerung gerade fehlt. Die sagen denen, ja, ihr wollt dies, ihr wollt das, wir bringen euch das. Die AfD nutzt diesen Trick. Dieser Trick wurde schon oft benutzt. Die sagen genau das, was gesagt werden soll, was die Leute hören wollen, damit die Leute die AfD wählen. Das ist eine Verarschung. Das ist eine List. Das ist ein Trick. Und ich verstehe nicht, wie Menschen darauf reinfallen können. Besser kann ich es nicht sagen. Nicht. Ich suche auch oft das Gespräch in meinem Leben so, wenn ich draußen bin, in meinem Privatleben, suche ich oft das Gespräch mit Menschen, die selber Migrationshintergrund haben und sagen, ich will die AfD wählen. Dann frage ich ihn, warum? Ja, weil die machen das Land wieder so, wie es war. Alter, jede scheiß Partei erzählt euch denselben Käse. Seit wie vielen Jahren? Es kann einfach nicht sein, dass man auf so einen Scheiß reinfällt. Das ist der Wahnsinn. Das ist der blanke Wahnsinn. Ja, und sorry, außerdem, ich habe kein Interesse daran, dass das Land mal jemals so wieder wird, wie es war. Das ist nicht erst seit 4 Jahren scheiße. Sollte die AfD an die Macht kommen, sollte die AfD installiert werden, Leute, dann sprechen wir uns nochmal wieder. Und ich bete und wünsche mir, dass ich falsch liege. Ja.
Ja. Kann was werden. Ich sage, das wird noch ein richtiger Butterkuchen hier. Erkannt, schlecht schlussgefolgert. Der Status quo kann von unglaublich vielen Menschen gut erkannt und benannt werden. Aber was dann folgt, ist zum Augenrollen, Mundwinkel verziehen und davonlaufen. Hierzu ein paar gewohnte Beispiele. Die da oben sind alle korrupt. Wir müssen die Altparteien abwählen. Die Welt und meine Umgebung ist vergiftet. Also entgifte ich mich und alles ist gut. Das Böse hat Namen und Anschrift. Lass uns einen Brief an sie verfassen. Die wollen uns alle krank impfen. Es reicht, wenn wir Bill Bates auf Twitter dissen. Die Erde ist keine Kugel, dann muss sie zwingend eine Scheibe sein. Die BRD ist eine Firma, dann ist der Staat toter als tot. Das sind also so Verallgemeinerungen, die halt eben einfach voll überhaupt gar nicht stimmen. Für all die, die das jetzt gerade sehen und nicht checken, was er sagt. Das ist diese Verallgemeinerungen und in einen Pott schmeißen mit anderen Sachen, das ist einfach nur noch verwirrend, da ist nichts Klares mehr. Und von Wahrheit kann man da erst recht nicht mehr reden. Wir haben keinen Friedensvertrag, also brauchen wir einen. Klar, die werden den schon akzeptieren. Wir haben keine Verfassung, also brauchen wir gesichtslose Vlogger, die das mal eben schnell in die Wege leiten. Die Mainstream-Medien lügen uns alle an, also lass uns einen bösen Kommentar unter die Videos setzen und alles ist gut. Platz 7. Themenbehandlung zu eindimensional. Klaus beschäftigt sich nur mit Chemtrails, ist aber noch Mitglied in einer Partei. Roland beschäftigt sich nur mit Medizin und fliegt gern in den Urlaub. Frank nur mit Geschichte, hat aber ein ernstes Drogenproblem. Hans nur mit Recht und Gesetze und hat trotzdem keine Ahnung, was bald auf ihn zukommt. Erwin mit dem Finanzsystem, kapiert aber gar nichts über die Logenbrüder, die die Märkte manipulieren im Hintergrund. Und Robert nur mit der Wirtschaft, erzählt aber nichts über das Geldsystem, das so gestaltet wurde, dass wir uns alle berauben müssen. Flo ist ein Aktienspezialist, erzählt dir aber gar nichts über Ethik an der Börse. Und Claudia ist die Esoterik-Königin, die in der Freizeit aber nur am Smartphone klebt. Ingrid ist die Expertin für Spiritualität und hasst alle Menschen, die Fleisch auch nur angucken. Und Atomgretel aus Aberland kann CO2 sehen. Puh. Und was hat das alles mit Ihnen zu tun? Was machen Sie dagegen? Und bitte, hier geht es nicht um die Qualität des Inhalts der jeweiligen Videos oder Blogs. Die Wahrheitsunbewegung ist zu einem Trash-TV-Lalaland im Netz mutiert, in dem Sie tolle Videos über Gott und die Welt sehen können. Aber nur die allerwenigsten können das Große und Ganze erkennen. Also bleibt die Unbewegung ein Hort der Infokrieger und Wissens durch die Gegendschmeißer. Kann mir auch nur einer 10 essbare Wildkräuter nennen, Feuer ohne Feuerzeug und Streichhölzer entfachen, ein paar bekömmliche Pilzsorten aufzählen oder sagen, wie man seinen Acker ohne Ochsen pflügen kann. Wofür das notwendig ist, werden Sie sehen, wenn Sie Ihr Brot mit einer Schubkarre gefüllt mit 13 Kilogramm Euroschein abholen müssen. Oder wenn du die im Wald aussetzt und die 3 bis 7 Tage Überlebenschance haben, wenn überhaupt. Weil sie keine Ahnung haben, noch nicht mal, wie man herausfindet, was essbar ist. Weil sie sich noch nicht mal damit beschäftigt haben. Aber alles so, und Hauptsache Trump kommt. Sorry, da will ich nicht Teil von sein. Da habe ich mich auch lange schon nicht mehr dran beteiligt, diese Beiträge zu teilen oder sonst irgendwas. Ich bin einfach damit beschäftigt, wie kriege ich das hier um mich rum? Wie kriege ich den Garten, der jetzt um mich rum ist, irgendwie essbar gemacht? So, und das versuche ich seit Jahren immer wieder. Das ist einfach nicht einfach, weil ich schlägt jetzt gleich noch vor, dass man ein Stück Land kauft und es essbar macht. Ja, ich habe halt einfach nicht die Kohle, das zu kaufen, aber ich gucke halt die ganze Zeit, dass ich irgendwelches Land in die Finger bekomme, das ich essbar machen kann. Nur ist dann halt auch immer die Frage, da sind normalerweise immer irgendwelche anderen Leute dran beteiligt und ja. Dann bist du teilweise einfach schon wieder weg, bevor du eine Ernte einfahren kannst. Aber aufgeben tut man dann trotzdem nicht und macht einfach so weiter, wie es geht. Aber lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, es ist ja noch nicht so weit. Platz 6. Schlechte bis gar keine Vorbereitung auf eventuelle Verwerfungen. Wie schon erwähnt, hänge ich viel in der virtuellen Welt der anonymen Redekünstler ab und stelle hier und da meine Standardfragen. Und ich bin erschüttert, dass so gut wie kaum jemand sich gar nicht bis wenig auf die kommenden Ereignisse vorbereitet hat. Deshalb wird es auch keine Veränderung morgen früh um kurz nach 6:30 geben. Wenn alle noch von Supermärkten und deren Lieferketten abhängig sind, wird es keine Veränderung geben, weil sie Schiss vor diesem Vakuum um das Nichts mehr bekommen haben. Ja. Der einzige Grund, warum Demopolizei
Polizisten auf 15-jährige Zahnspangenmonster einprügeln, ist, weil sie dafür ein Gehalt bekommen. Und genauso abhängig von einem funktionierenden System sind wie die anderen. Also braucht man auch diese Herrschaften nicht ansprechen und mit ihnen zu diskutieren. Platz 5. Gefährlich. Ha, sagt er was. Ist Halbwissen. Es ist unglaublich schwer, bei der Fülle an Infozeugs den Durchblick zu behalten. Wer hat nun Recht und wer hat nun Unrecht? Wer weiß wirklich etwas und wer labert nur gequirlte Mäusekacke? Gerade bei dem Thema Mensch versus Person, Status und was kann man wirklich tun, um da rauszukommen, höre ich täglich so viel Schrott im Netz, wie privat im Sprachchat, dass es wirklich zum Davonlaufen ist. Kaum jemand macht sich die Mühe und wälzt mal zum Spaß ein paar Gesetze durch oder hört sich ein paar Vorträge von Leuten an, die mit Quellen und Fallbeispielen glänzen. Zu langweilig, zu knöchrig, da kapiere ich eh nichts, tja. Zu lang, da muss man 2 Stunden am Stück zuhören. Ja, dann musst du weiter Leipzig TV für halb auf. Da sagt er aber die Wahrheit. Gewachte schauen und dir alles vorkauen lassen. Das führt dann zu solchen Blödsinn wie die Q. Ja, was eigentlich? Family, Nerds, Jünger, Bewegung, Trust the Plan, vertraue dem Plan. Die haben alle das Messias-Syndrom. Putin und Trump. Ja, das ist das Problem. Das ist genau das Problem. Das ist auf Punkt getroffen, genau das Problem. Die haben ein Messias-Problem. Die warten alle auf irgendeinen Erlöser, irgendeinen Retter und kapieren einfach nicht, dass sie das, woraus man sie retten muss, der Gehorsam ist. Und aus dem Gehorsam kann mich niemand retten. Wenn ich nicht lerne, anderen Leuten nicht hinterherzulaufen und blind zu vertrauen und gehorchen, dann kann mich niemand retten. Dann kann selbst Jesus kommen und sich den Mund fusselig reden und mir erzählen, Bro, überleg dir gut, was du tust und dann tu, was dir gut tut, was du für richtig empfindest. Das ist Ungehorsam. Sich selbst zu überlegen, was man tut. Nicht das Gegenteil dessen zu tun, was von einem verlangt wird, sondern sich selbst zu überlegen, was man tut. Das ist Ungehorsam. Und wenn wir das mal anfangen, dann braucht uns auch keiner mehr zu retten, weil wir dann raus aus dieser Misere sind. Checken die nicht. Und es ist genau dazu da, damit sie es nicht checken. Und sie checken es nicht und checken das nicht, dass sie es nicht checken, dass sie es nicht checken sollen. Und, oh. Hör mir auf mit diesem ganzen Blödsinn. Ich will das einfach nicht wissen, weil es einfach ist. Es hindert mich immer daran, an mich selber zu glauben. Merkt ihr sowas nicht? Werden euch alle retten. Die Aldebaraner werden kommen, aber die stecken gerade in einem intergalaktischen Stau ab. Die Veganer auch von der Vega, die kommen auch. Dieses Putin und Trump. Mit hier Perry Roden zusammen. Sind so gegen diese Eliten. Leute, das ist auch wirklich ein Riesenproblem, ne? Das ist wirklich. Und Captain Future. Ein Riesenproblem, dass Leute wirklich glauben, dass Trump irgendwie auf einer anderen Seite spielt, Alter. Das ist so heftig. Das ist traurig, Alter, dass Leute wirklich so denken, dass es so einfach wäre. Die gehören alle unter einem Dach, Bruder. Niemand kommt so hoch, ohne an gewissen Strukturen vorbeizukommen. Sieht man hier jetzt leider gerade nicht, aber es ist wieder Kianusch, der spricht. Da kann man eine Stimme hören. Ne, mir tut das, also es ist, wie es ist. Es läuft jetzt halt einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich werde beide Videos unter dem Video verlinken, damit ihr die auch angucken könnt mit Bild. Im Moment ist mir vor allen Dingen der Ton sowieso viel wichtiger als die bildliche Untermalung all dessen, weil darauf kommt es hier in dem Video an. Was gesagt wird, ist hier wichtig, nicht was gezeigt wird. Guckt euch das aber trotzdem gerne an und dann lasst gerne auch mal ein paar Videos auch von sowohl von Kianusch als auch von dem, dessen Namen ich hier gerade nicht nennen kann, weil ich weiß halt einfach nicht, wie er heißt, der Typ. Er macht noch andere sehr interessante Videos, das sind für mich Videos, weil sie immer wieder dazu aufrufen, ey, werd Mensch, komm raus aus deiner Komfortzone und fang an, dein Leben zu leben und sei authentisch und sei Mensch. Ne? So, und das ist für mich gutes Brainfood. Kianusch hat auch extrem gute Gedanken, ist sehr offen. Ne? Ich stimme auch nicht mit allem überein, was der so sagt, hat man eben vielleicht gesehen, aber das ist ja auch okay so. Der muss ja nicht in 100% all dessen, was er sagt, meine Meinung treffen, um kein Arschloch zu sein oder so. Ja? Lass mal weiterlaufen.
Das weiß man doch, Alter. Dafür musst du doch keine helle Kerze sein. Ist doch logisch. Niemand kommt einfach so an die Macht. Das ist einfach lächerlich. Da gibt es Leute, die glauben, wenn Trump an die Macht kommt, ändert sich alles und so. Ja, bitte, bitte, bitte versteht das. Keiner kommt einfach so an die Macht. Niemand. Dafür haben die Dinge getan, die wir alle am besten gar nicht wissen sollen, damit die in die Position geraten, in denen die überhaupt an die Macht kommen können. Oder kennt ihr irgendjemanden, den ihr als absolut integer empfindet, weil ihr zum Beispiel eure Schulzeit mit ihm verbracht habt? Der ist tatsächlich in eine hohe politische Position gebracht hätte, der wirklich auch hätte was ändern können. Und wenn ja, was, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, habe ich verpasst. Weißt du, das ist Wahnsinn. Die spielen alle zusammen ein Spiel. Aber übermorgen werden sie dich in ein höheres Bewusstsein beamen. Mach am besten gar nichts. Kiff weiter und warte genau auf deine Intro. Mach nichts. Tu nichts. Tu nichts. Und vertraue, noch nicht mal irgendwem, sondern dem Plan. Der so intransparent ist, dass kein Schwein eine Ahnung hat, wie der Plan denn überhaupt aussieht. Aber ich soll dem vertrauen. Sorry, dann kann ich weiter den Katholiken hinterherlaufen, die mir erzählen, vertrau drauf, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Nein, ich will das nicht. Ich will leben. Ich will nicht nichts tun und abwarten. Das ist ja genau das, was ich nicht mehr will. Das hat mich krank gemacht. Das hat mich bis in die Klapse geführt, weil ich gedacht habe, dass ich das nicht alleine kann. Ja, und dann habe ich aber was anderes rausgefunden. Bin heute sehr froh dafür, dass ich das weiß. Ich sag euch wirklich, die spielen alle auf einem Ding. Treffen sich doch bei Treffen. Also, ne, dass ich das eben wohl kann und jeder andere auch. Auf einmal geben sie sich die Hand. Der gibt Macron auf einmal die Hand. Neben ihm sitzt Benjamin Netanyahu aus Israel. Ja, der ist, weil das alles dieselbe Schaustellertruppe ist. Bei Klaus Schwab im WEF sitzt er auf einmal rum. So, das ist alles so ein bisschen komisch, Alter. Ich sag euch ehrlich, es wirkt auf jeden Fall alles so ein bisschen komisch. Man blickt da nicht richtig durch, aber lieber bin ich skeptisch. Ja, das ist sehr ironisch ausgedrückt. Das ist ein bisschen komisch. Das ist in höchstem Maße skurril. Es sollte auffallen, sollte den Leuten Alarmglocken klingeln lassen. Vor allen Dingen den Leuten, die meinen, das seien genau da seien keine Verschwörungen zu finden. Ich erinnere nochmal daran, eine Verschwörung ist, wenn zwei Leute sich in einem Raum über was unterhalten, was die da draußen sind, nicht wissen dürfen, weil sie es gegen die verwenden wollen. Und auch nur, weil sie es nicht wissen, gegen die verwenden können. Und jetzt erzähl mir bitte irgendjemand, dass er wirklich glaubt, es würde keine solche Verschwörungen geben. Keine Korruption, das kann man mir doch nicht erzählen, dass ihr allen Ernstes so naiv seid. Blauäugig. Wo sind die Dinge, die Q, Benjamin Fulford oder andere versprochen haben? Wo sind die befreiten Kinder? Wo sind die Verhaftungen? Alles eine Beruhigungspille für die, die hinter den ersten Vorhang geschaut haben und keinen Bock haben, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Was sollte 2020 nicht alles kommen? Es sollte 2020 auf einmal irgendwie, sollten sämtliche Fernsehsender quasi gehackt werden und dann wollten Filme gezeigt werden, die Wahrheit zeigen. Wo ich auch schon gesagt habe, so, egal, was da kommt, so ist auch wieder nur eine Story, die ich nicht nachvollziehen kann. Die können mir auch wieder alles zeigen. Da bin ich immer noch nicht raus, selbst dann bin ich nicht gerettet, verstehst du? Traurig. Platz 4. Eitles Geschwätz und ein Feuerwerk der Klugscheißerei. Wer kennt das nicht? Sie sind gerade dabei, ein paar warme Worte mit netten Menschen zu wechseln. Und da kommt von der Seite ein unmotivierter, narzisstischer Wutausbruch von einem, der meint, dass er die Weisheit mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Mit angstbeladenem Halbwissen werden sie dann im Appell genötigt, seine oder ihre Schminktipps zu akzeptieren. Okay, er spricht hier auch immer spezifische Gruppierungen an, ne? Also ich fühle mich da jetzt nicht wirklich angesprochen. Einer von euch? Du kannst doch nicht einfach Vitamin C in der oder in der Form zu dir nehmen. Du musst doch Vitamin C immer in der Form zu dir nehmen. Ist doch viel gesünder. Nein. Also ich habe keine Ahnung. Also ich fühle mich jetzt auch nicht angesprochen. Da bin ich bei dir. Aber ich weiß sehr wohl, wovon er redet. Dein Survival-Rucksack muss mindestens 45 Kilogramm wiegen mit. Nun folgt eine lange, völlig bescheuerte Liste mit Dingen, die kein Mensch im Wald braucht. Ich habe da so ein Video vom Lars von Tarek gesehen. Der empfiehlt das auch. Nein, du brauchst unbedingt einen Kupferspaten. Alles andere ist Mist. Anstrengend. Schön spalten, anstatt zusammen mal ein Projekt zu starten und ein paar Hektar Ackerland zu bewirtschaften. Platz 3. Ja, und genau ist der Punkt. Ne, ich bin vor 2 Jahren, ist das 2 Jahre, ich war 2022 bin ich in Kiel und in
Im Norden Deutschlands gewesen und war 6 Wochen unterwegs, auch mit Leuten. Wir sind dann sehr viel bei diesen Spaziergängen gewesen und auf Demos und bla bla bla. Und ich habe das einfach alles nochmal mitgemacht, weil ich es mir angucken wollte. Und ich war 6 Wochen da. Nach 2 Wochen habe ich eigentlich schon gesagt: Alter, das bringt überhaupt nichts. Warum verbringen wir die Zeit, die wir hier jetzt mit Spazieren und Rumblöcken verbringen? Also auf den Demos wurde tatsächlich sehr viel geblöckt. Schlimm. Und die nennen andere dann Schafe. Das ist gruselig. Und als ich mich dann auf dem sonntäglichen Kaffeekränzchen dazu geäußert habe und gesagt, warum treffen wir uns nicht bei ihm auf den Acker und nutzen dieselbe Zeit, um das Ding zu begrünen und dafür zu sorgen, dass wir irgendwann dabei sogar ernten können, wenn wir da sind. Und warum fahren wir unser ganzes, die sind da zig Kilometer gefahren, um an den Teil, an den Spaziergängen oder Demos teilzunehmen. Es ist, wer sich da wahnsinnig darüber gefreut hat, sind die Leute, die Öl verkaufen, aus denen der Sprit gemacht wird. Das ist nicht mehr, ich verstehe es einfach nicht, warum irgendwo zig Kilometer wegfahren, um da Präsenz zu zeigen. Warum? So zeigt man heute keine Präsenz mehr. Heute zeigt man Präsenz, indem man Kamera benutzt und das online stellt. Das ist heute leider Präsenz zeigen geworden, wie auch in dem Video schon bemängelt wird. Aber das kann man auch nutzen. Statt spazieren gehen, 4-mal die Woche, stundenlang. Was hätte da auf den Äckern passieren können? Was hätte in den Gärten passieren können? Es wäre so ein riesengroßer Unterschied gewesen. Da hat kein Schwein drauf gehört. Ich bin nach 6 Wochen abgereist. Keiner hat angefangen, in dem Garten was zu machen. Ich gehe heute noch weiter spazieren. Ich begreife es nicht. Ich begreife es einfach nicht, was der Sinn davon sein soll. Und es hat mir auch bisher keiner irgendwie ansatzweise logisch und plausibel erklären können. 3. Die Wahrheitsbewegung kennt keine fortgeschrittenen Aufgewachten. Ich habe neulich ein uraltes Video von mir geschaut, die 4 Stadien des Erwachens. Dort ist mir im Hinblick auf die videowütigen Dauerpöbler eins klar geworden. Die Wahrheitsunbewegung kümmert sich fast nur um Leute, die im 1. oder 2. Stadium des Erwachens kleben. Infos, Wissen. Noch mehr Infos zum Weitergeben und noch mehr Anhaltspunkte, dass sie hier in einer Matrix leben. Wisst ihr, was das allergrößte Problem an dieser ganzen Geschichte ist? Die Desinformation durch das Internet. Das Internet ist ein Fluch und Segen zugleich für diese Sache, denn du hast Unmengen an Informationen, aber du weißt nicht, wie du die verarbeiten sollst. Du kannst sie auch nicht immer verifizieren. Das ist halt eben das Problem. Oder was ist das Problem? Das Internet ist ein Werkzeug, wie eine Kettensäge auch. Mit der kann ich tollste Sachen tun und ich kann allergrößten Schaden anrichten, auch an mir selber. Und wenn ich nicht filtere und wenn ich nicht sehr umsichtig mit dem Brainfood umgehe, mit dem ich während ich vor meinem Monitor sitze und mein Gehirn damit füttere, wenn ich ja nicht bei egal wo es herkommt, erstmal sehr kritisch mit umgehe und erstmal hinterfrage, was ich so Neues höre, bevor ich das sofort wieder als Wissen einlogge und dann, dass die nächste Keule ist, die ich den Leuten über den Kopf hauen will. Vorher war ich Veganer, musste ich das alles den Leuten über den Kopf hauen. Jetzt bin ich hier E-Auto, jetzt habe ich ein E-Auto, jetzt bin ich dafür, dass jeder ein E-Auto haben muss. Und so, verstehst du, was ich meine? Das ist Bullshit einfach. Genau das will man eigentlich überhaupt gar nicht. Keiner um dich herum will von dir missioniert werden. Das ist auch was ich auch erstmal lernen musste. Ne? Aber ich habe es wenigstens gelernt. Aber bei einigen Leuten hast du den Eindruck, die wollen es überhaupt nicht wissen. Die fühlen sich so wohl in ihrer Bubble und in ihrer Opferrolle und ja, hoffentlich kommt irgendwann Trump oder ein Jesus oder irgendein fucking UFO und holt mich hier raus. Ganz im Ernst, euer Leben will ich nicht mehr leben wollen.
Da würde ich mir die Kugel geben. Da würde ich, selbst dann würde ich mich noch selber retten können. Verstehst du? Dann bräuchte ich nur eine Kugel im Kopf. Bedeutet, du fängst irgendwann an, irgendjemandem zu glauben, was er sagt, ohne dass du es selber die ganze Zeit gegencheckst. Oder du machst dir die Mühe und checkst selber alles ab. Aber diese Mühe macht sich kaum jemand. Das heißt, du wirst überflutet mit Informationen. Du kannst die Information nicht richtig einordnen. Und das ist nämlich das Ding. Und es wird auch sehr viel Desinformation gestreut, aus allen Richtungen. Das Ding ist nicht einseitig. Das ist ein Riesensalat und alles prasselt auf uns ein. Und wir müssen jetzt irgendwie den Kopf über Wasser halten und selber differenzieren. Ganz wichtiges Wort, Differenzierung. Wir müssen differenzieren, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Das heißt, es ist die ganze Zeit ein sehr anstrengendes Spiel und du musst die ganze Zeit die Puzzlestücke lösen, damit du irgendwie den Kopf über Wasser hast und irgendwie checkst, wie, wo, was überhaupt abgeht. Und das Geilste ist, auch wenn du es verstanden hast, dann hast du es zwar verstanden, aber ändern tut sich daran erstmal nichts. Bis du anfängst, das neue Wissen in dein Leben, in deinen Alltag zu integrieren, es umzusetzen und dann ändert sich was. Und zwar vor allen Dingen erstmal in dir und durch dein Inneres und deine Äußerung, deine Wahrgebung ändert sich unter Umständen auch die Wahrnehmung deines Umfeldes. Und dadurch kannst du tatsächlich, dauert ein bisschen, braucht ein bisschen Geduld und man muss ein bisschen an der Sache ranbleiben, man muss es vor allen Dingen ernst meinen, kannst du die Welt um dich herum verändern. Aber nicht, indem du irgendetwas von irgendjemandem forderst. So, ich bin jetzt einfach mal hier auf diesen Screen umgesprungen, weil der Film läuft ja eh nur noch im Ton weiter. Aber Thema hatten wir eben schon. Ich bleibe jetzt einfach mal hier. Das ist erstmal fix. Es ändert sich ja erstmal nichts daran. Das ist ja, dann muss man erstmal einen Weg finden, um dieses Ding, was du so ein bisschen durchschaut hast, erstmal jemanden zu finden, der ähnlich denkt. Und das Problem ist, viele Leute, die, sage ich mal, sehr skeptisch sind gegenüber solchen Sachen, so System und die Welt und Politik, die sind immer für sich. Das sind Menschen, ich kenne das ja von mir selber. Man ist so sehr zurückgezogen, weil du denkst, niemand versteht mich und ich kann mit meinen Freunden nicht darüber reden. Jeder ist so für sich in seiner Bubble und schließt sich deswegen oftmals Gruppierungen an, die die dann aussaugen. Wie Telegram-Gruppen, wo es heißt, kauft mein Buch, da drin steht die Lösung für all eure Probleme und solche Dinge. Ja. Das ist nämlich auch ein Problem. Alle sind so abgekapselt und isoliert für sich selber und schieben ihren eigenen Matrix-Film. In dem Loch bin ich auch gelandet. 2x! 8 Monate habe ich mich im Wald verpisst. Dann habe ich hier 8 Monate auf der Finca da hinten gelebt, die auch völlig ab, also die einsam war. Wenn das Tor vorn zu war, war ich da völlig für mich allein. Und dann ist das tatsächlich so, dass man, wenn man, also ich habe zum Glück ja mein Netzwerk mit Leuten, die ihre ganz individuellen Probleme haben, mit denen ich mich beschäftigen darf. Das ist für mich eine Ehrensache. Und bin ich deswegen nicht in diese Telegram-Gruppen gerutscht. Ich bin nicht in Gruppen gerutscht. Ich habe immer noch, und wenn ich nur 5 Kontakte noch aktiv hatte, zwischendurch in WhatsApp, dann haben mir die gereicht. Aber ich merke im Moment gerade, wie schwer es ist, aus seinem Schneckenhaus wieder rauszukommen und irgendwie wieder Präsenz zu zeigen. Und so nackig, wie man sich in der Zeit, als des Alleinseins vor sich selbst gemacht hat, dann auch jetzt wieder vor der Welt zu stehen. Auch wieder eine gute Übung. Und das ist was, was den meisten Leuten fehlt. Zu ihren Erkenntnissen zu stehen und den abstrusen Krempel, den sie verstanden haben, auszusprechen, weil sie Angst davor haben, dafür angegangen zu werden. Und dann ist das natürlich auch sehr schwer, passende Leute zu finden. Also verpisst man sich lieber in solche Gruppen und da findet man nicht nur die richtigen Leute, sondern findet man eben auch die Scharlatane. Und dann fällt man sehr leicht wieder in irgendwelche Fallen rein. Was ich meine. Deswegen gibt es uns ja, unsere Community. Deswegen sind wir auch gerne hier, weil wir Gleichgesinnte haben, auch wenn wir nicht immer alle derselben Meinung sind. Um Gottes Willen. Deswegen sind wir. Das ist so Hauptbestandteil und Hauptsäule unseres Streams überhaupt. Deswegen liebe ich euch. Ich labe auch mal ein bisschen Scheiße, sage ich euch ehrlich. Ich weiß es ja auch. Im Nachhinein denke ich... Tut er absolut. Aber wer tut das bitte nicht? Wer labert denn zwischendurch mal nicht irgendwie einfach mal ein bisschen Scheiße? Trotzdem finde ich es immer wieder cool, Kianos Videos zu gucken, eben weil er einfach auch gelernt hat, differenziert zu betrachten. Und das hilft dabei, das selber zu tun.
ich mir auch, was hast du da gelabert? Aber genauso labert auch jeder von euch mal Scheiße und jeder labert mal Scheiße. Aber das ist gut. Außer ich natürlich. Ne? So viel ist klar. Ist, wir sind hier Gleichgesinnte und wir haben keine Angst davor, Dinge zu sagen, die wir vielleicht befürchten oder sehen oder über Dinge zu philosophieren. Deswegen mögen wir uns auch, deswegen respektieren wir uns, deswegen sind wir hier. Und ich finde, von solchen muss es mehr geben. Leute, wir sind um Gottes Willen, das kann ich mit Stolz auch sagen, wir sind alles andere als radikalisiert. Finde ich allerdings auch schön, dass das nicht nur beim Kianisch so ist, sondern ich auch halt bei vielen anderen YouTubern mittlerweile merke, dass die Community, obwohl sie nicht immer dieselben Perspektiven hat, sehr respektvoll miteinander umgeht. Ist ein Fakt, ist etwas, ist ein Tatbestand, den kann man beobachten. Oder irgendwie auf irgendeiner Mission. Wir sind völlig entspannt, versuchen einfach nur zu verstehen. Mehr machen wir gar nicht. Wir sind sehr respektvoll. Wir wollen niemanden kaputt oder niedermachen. Klar sind wir auch emotional manchmal bei gewissen Themen. Aber wir sind keine hasserfüllte Community, die irgendwie andere kaputt machen will oder bloßstellen will oder angreifen will oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist für mich eigentlich wahre Wahrheitsbewegung. Denn da werden Wahrheiten bewegt. Da wird es möglich, dass auch andere Gedanken mal in den eigenen Kopf kommen und rumgeschoben werden, weil eben nicht so ein dogmatisches Bohai drum gemacht wird, sondern das ist Brainstorming. Ne? Da werden Wahrheiten ausgetauscht und man kann seine eigene finden. Und das ist wichtig bei der Wahrheitsfindung, die eigene Wahrheit zu finden, unabhängig von dem, was andere Leute denken oder sehen, sondern das, was für mich authentisch ist. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Da muss man aber auch wirklich dabei auch lernen, seiner eigenen Wahrnehmung zu trauen und nicht für alles, was man irgendwie mitbekommt, erstmal eine Bestätigung aus dem Außen braucht. So wird das nichts mit die eigene Wahrnehmung zu nutzen. Im Sinne der Erfinder. Einfach kritische Menschen, das ist alles. Der fast weltweite Lockdown, also Ausgangssperren und Reisebeschränkungen, lässt dort ganz klar vermuten, dass es eine übergeordnete, also supranationale Kraft im Hintergrund gibt, die dort die Fäden zieht. Also sind Videos über Geopolitik ein Befassen mit einem Theaterstück gewesen. Eine etwas intelligentere Zeitvernichtungskampagne als Spiegelverkehrt-TV. Wirkliche Angebote, Lösungsansätze oder Möglichkeiten zum Abkoppeln aus der Matrix werden nur selten angerissen, da auch die Wahrheitsunbewegung von diesem Kackzustand der Welt lebt. Wo wären all diese YouTuber und Blogger, wenn die Welt ein Ort der Liebe wäre? Platz 2. Das würde mich nicht ändern. Also, ich versuche ja schon seit 2007 irgendwie halt das Schöne in der Welt nach Möglichkeit zu zeigen und nach Möglichkeit auch eben notfalls als Gonzo-Journalist eben mein eigener Protagonist zu sein, der das eigene Umfeld um sich herum kreiert, damit er das zeigen kann. Aber ich muss zugeben, dass da noch viel Raum nach oben offen ist. Lass mich immer noch sehr viel ablenken von irgendwelchen Missständen. Politiker sind alle inkompetent. Ach, ist das so? Wir reden hier von den bestbezahltesten Zettelablesern, Marionetten und Bauchrednerpuppen der ganzen Bundesrepublik. Sie können für ihre Entscheidungen nicht in Haft genommen werden. StGB § 129 Absatz 3 Nummer 1, das Parteiengesetz § 37 mit Vermerk auf das BGB § 54. Zumal neigt der Mensch inkompetenten Leuten weniger böse zu sein, weil der Mörder kann ja nichts dafür, er war ja zum Tathergang behindert. Die wissen genau, was sie tun. Sie dürfen nur nicht, weil sie sonst aus ihren Logen fliegen. Platz 1. Das... Mit diesem Typen, der dieses Video verfasst hat, hätte ich mal sehr gerne ein Gespräch geführt, ein kleines Interview oder einen podcastartigen Talk. Den würde ich mal gerne reden, wer auch immer das ist. Liebe Kianusch, weißt du, wie oft ich mir das bei dir schon gedacht habe, als ich eins deiner Videos gesehen habe und mir gedacht habe, Alter, mit dir würde ich echt auch gerne mal reden. Einfach mal reden. Einfach mal Kamera an, Kopf auf und gucken, was für Gedanken kommen. Wenn du Bock hast, melde dich bei mir, Bro. Echt, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Geld. Stellen Sie sich folgende Szenerie vor. Sie sitzen Samstagabend im Kinosaal 1 und schauen sich Superman Teil 25 an. Der Film geht los und der muskulöse Strumpfhosenträger rettet die schöne Frau vom Balkon des umstürzenden Hauses. Unten auf der Straße abgesetzt haut er den Satz raus.
Macht $50,000. Wie bitte? Ja, glauben Sie, mein Anzug reinigt sich von alleine? Wir würden Buch rufen. Wir würden glauben, wir sitzen in einer Komödie. Wir würden unser Geld an der Abendkasse zurückverlangen. Aber er macht doch diese Dinge so selbstlos. Der hat doch einen Job bei der Lügenpresse. Warum würden Sie das im Kino nicht akzeptieren, aber in der Wahrheitsunbewegung scheint dies völlig normal zu sein? Da werden T-Shirts im Onlineshop verkauft, nach Spenden gebettelt, völlig überteuerte Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Genau das meine ich. Da sagt er es doch auch. Genau das ist das Problem, Ladies and Gentlemen. Seminare, die uns einen halben Monatslohn kosten würden, angeboten, ohne Anreise, Unterkunft, Essen und eventuellen Babysitter. Und Bücher verkauft, und jetzt kommt's, in denen genau das System kritisiert wird, das durch die Steuereinnahmen des Verkaufs genau dieser Bücher noch profitiert. Das ist die Definition von Wahnsinn. Das ist mit der Grund, warum ich, obwohl ich meine Bücher auch verkaufe, aber eben nur die Printversionen, weil ich mich natürlich auch darüber freue, wenn ich nicht jeden Cent, den ich brauche, ertätowieren muss, sondern auch andere Geldquellen ans Fließen bekommen kann. Aber keiner muss meine Bücher kaufen, um Zugang zu meinen Gedanken zu bekommen. Die PDFs sind auf der les2020.de alle verfügbar. Bis auf, glaube ich, das mit dem ist. Aber da bin ich sowieso noch nicht der Meinung. Ich weiß noch nicht, ob ich das Buch nicht vom Handel nehme. Es ist auf jeden Fall unvollständig, das schwarze Buch zur Bekämpfung von Energievampirismus. Sorry, völlig auf Topic hier gerade. Gehen wir wieder zurück zum Film. Aber ja, das, ich verkaufe auch Bücher, aber es steht bei mir halt eben auch in keiner Weise im Vordergrund, weil ich genau das auch nicht wollte. Die Unbewegung ist zu einem Hort der Verehrung und Anbiederung von Götzenbildern, Gurus, möchte gern Esoterikern, Hardcore-Spiritualisten. Heilbilder. Und Berufstruthern verkommen. Und diese zitieren auch noch aus der Bibel. In der Endzeit werden viele falsche Propheten auftreten. Ja. Und sie merken das kaum bis gar nicht. Ich sagte ja, sie dass du das selber sind. Werden mich hassen. Aber das musste mal raus. Wo sind die Leute, die in diesem Faschozustand richtig abräumen? Die uns ein Stück Land gekauft haben, auf dem wir alle unsere Träume verwirklichen könnten? Kein einziger hat das getan. Richtig, ich hab's nicht gekauft. Aber ich habe immerhin 22 Hektar klar gemacht. Und mir dann gekonnt in die Hacken grätschen lassen und war dämlich genug, es mir wieder nehmen zu lassen. So kann es gehen. Weil sie durch den schnöden Mammon gierig geworden sind und genau wie der Mainstream vom Elend, der Spaltung, den Missständen, der Heuchelei, der Politik und dem Matrix-Theater hierzulande leben. Das waren quasi die, mir in die Hacken gegrätscht sind. Besser hätte man diesen Satz echt nicht ausdrücken können. Ne? Das ist genau das, was ich meine, Alter. Jeder bereichert sich an diesen Sachen. Und Menschen, die wahrhaftig, wirklich was bewegen wollen, gehen unter in dieser Masse. Weil du willst so gar nicht mehr, keiner checkt dich mehr. Es gibt so. Ne? Das ist, ich besetze die Finca von Boris Becker und noch bevor die, nach denen ich wirklich gerufen habe, die ich auch meinte, nämlich die, die es ernst meinen und da das, was ich machen wollte, mit mir gemeinsam machen wollten, noch bevor die eine Chance hatten, überhaupt ihre Sachen zu packen, haben die Trittbrettfahrer es geschafft, schon da zu sein und alles kaputt zu machen, bevor die anderen dann überhaupt anreisen konnten. Tja. Ne, keine Schuldzuweisungen. Ich hab's mit mir machen lassen. Ne? Das, aber ist trotzdem halt so gelaufen. So. Die Gier war es wieder. Weißt du, es war für mich so wie, ich backe einen Kuchen, ich habe den gerade in den Ofen geschoben, mach die Klappe zu, damit der backen kann und dann wirst du von der Seite angeschissen. Was für ein vergessen wir das, aber ne, man beschwert sich dann, dass man von dem Kuchen nichts abbekommen hätte. Und bevor man irgendwie erklären kann, ey Alter, ich habe den gerade in den Ofen gesteckt, der braucht noch ein bisschen, bis er fertig ist, wird der ganze Ofen zusammengetreten und der Kuchen mit drin. So dumm und dämlich sind die Leute dann auch noch, aber in ihrer Gier einfach blind. Wisst sowas bitte einfach. Ne, da bin ich nicht der Einzige, der mit sowas zu tun hat. Aber doch, es gibt schon Leute, die das versuchen. Ich weiß das, kann ich aus erster Hand bezeugen, weil ich einer davon bin.
eine Überflutung an Informationen und an Menschen und an Influencern und. Du weißt gar nicht mehr, was ist echt, was ist falsch. Du bist völlig verwirrt. Und dann gilt es, sich zu besinnen. Einfach zur Besinnung kommen, mal ein bisschen Abstand von allem zu nehmen, mal einmal spazieren gehen für sich selber und sich mal überlegen, was möchte ich in diesem einen Leben? Was mache ich mit meiner Zeit? Weil sie ja sehr begrenzt ist. Wo möchte Kianosch, genau für diese Gedanken liebe ich dich, Bruder. Das ist genau das, was die Leute einfach im Moment nicht oft genug hören können. Richtig hin. Wo möchte ich meine Zeit nicht verschwenden, sondern widmen? Wohin möchte ich meine Zeit oder an wem? Mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? Will ich vor allen Dingen den Rest meiner Zeit. Ey Leute, meine Tage sind gezählt. Ich sterbe. Ich habe keine Ahnung wann, ich habe keine Ahnung woran, ich weiß nicht wie, wo. Aber ich sterbe. Das kann morgen sein. Und ich mache mir nicht die Illusion, dass es nicht so ist. Aber nur weil ich mir diese Illusion eben nicht mache, kann ich heute noch einfach das Beste geben und sitze gerade hier, weil ich das gerade wirklich auch machen möchte. Weil es mich persönlich auch weiterbringt, sowas zu machen. Jetzt 20 Jahre mich über das System aufregen und dann bin ich irgendwann 40, 50, bin komplett isoliert und nichts hat sich geändert. Oder möchte ich einfach mein Schicksal annehmen? Ich wurde in einer Zeit geboren, wo es nun mal so abläuft und mache einfach das Allerbeste draus. Und wenn ich was verändern möchte, kämpfe ich mich hoch mit den Strukturen, die gegeben sind oder ich mir meine eigenen Strukturen schaffe, um ein einflussreicher Mensch zu werden oder ein Geschäftsmann oder was auch immer. Und dann kannst du viel mehr bewegen. Weil auf Twitch, auf Twitter oder auf Instagram wirst du die Welt nicht verändern, mein Bruder oder meine Schwester. Das dient vielleicht zum Informationsaustausch. Aber um wirklich was zu verändern, da musst du raus aus diesem Internet-Scheiß. Das ist der Grund, warum ich für mich nie die Entscheidung getroffen habe und das auch nicht wollte, YouTube zu monetarisieren. Weil ich dann hätte Input liefern müssen. Da muss man kontinuierlich irgendwie Content bringen und da ich aber nicht über irgendwelchen Scheiß rede, sondern vor allen Dingen auf meinem YouTube-Kanal mein Leben dokumentiert habe, auch mit dem, was ich so gemacht habe in all den Jahren, auf dem Peace Trail, auf dem Weg dahin, wohin ich will, weiß ich halt einfach, dass es, also für mich und mein Leben war das definitiv ein absoluter Gamechanger, damit anzufangen, mein Leben zu leben, meine Ziele zu verfolgen, einen Scheiß drauf zu geben, was irgendjemand anders für möglich hält oder sonst irgendwas. Änderst hier nichts. Hier wird nicht viel verändert. Hier wird sich ausgetauscht. Ja, aber die wirkliche, wahrhaftige Veränderung muss erstmal bei dir anfangen, in deinem Kopf, bevor du die Welt verändern willst. Ja. Dann musst du dich erstmal verändern. Ja. Und das gilt es dann einzuhalten. Das Lustige ist, wenn man sich selber verändert, verändert sich die Welt automatisch schon, also die eigene Perspektive der Welt automatisch schon ein bisschen mit. Aber das ist der Punkt. Man muss damit in sich selber anfangen. Man es wirklich wahrhaftig machen. So ist es. Naja. Auch sie machen ein Geschäft mit der Angst und haben, wenn sie mal in sich hineinhorchen würden, nur wenig Interesse daran, dass sich hier wirklich, wirklich etwas ändert. Ja, nicht alle, aber leider immer noch viel zu viele. Der Lösungsansatz. Lernen Sie, Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen und rennen Sie nicht jeden Deppen hinterher, der sein Konterfei auf einem Zahnputzbecher im hauseigenen Shop vertickert. Von Liken, Teilen, Abonnieren ist noch keiner satt geworden. Und dort wird auch nicht deine Freiheit morgen früh neben deinem Bett erscheinen. Beweg deinen Arsch. Momentan bin ich immer noch auf der Suche nach aufrichtigen Menschen, die das System satt haben und Bock haben, aufs Land zu ziehen und ihre Feld-, Früchte- und Getreidesorten selber anzubauen. Ich kann aus der Vergangenheit einiges berichten, was in anderen Projekten gut oder nur bedingt gut gelaufen ist. Was in anderen Projekten nicht so gut gelaufen ist, ist die Auswahl derer, die mitgemacht haben, weil man solche Projekte nicht mit Leuten machen kann, die noch nicht gelernt haben, ihren eigenen Scheiß selber zu regeln, für ihre Befindlichkeiten selber zu sorgen. Dabei darf man sehr gerne um Hilfe bitten, aber ich habe es halt oft genug erlebt, dass es nicht um Hilfe geboten wurde, die überhaupt gar nicht in der Lage waren, da überhaupt zu registrieren, dass es ihre eigenen Befindlichkeiten waren, die ihnen gerade quer gelegen haben und dann von mir nicht irgendwie Hilfe erbeten haben, sondern von mir Dinge gefordert haben. Abstruseste mitunter. Also aus eigener Erfahrung, auch jetzt hier für dich, wenn du das dann wirklich demnächst irgendwann mal machen kannst, lieber der, dessen Namen ich nicht nennen kann, weil ich ihn einfach nicht weiß.
Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg. Wenn ich dann irgendwann mal nach Deutschland komme und das angefangen hast und ich weiß, wo es ist, dann komme ich sehr gerne mal vorbei und gucke mir es an und bleibe auch gerne, wenn es cool ist und einfach was dabei und helf mit. Ich wünsche dir von Herzen, dass du die richtigen Leute findest. Achte bei der Auswahl darauf. Wenn du da irgendwelche Drama-Queens hast, dann kannst du es knicken. Da reicht eine faule Tomate in der Kiste und macht dir alles kaputt. Aber wir können hier warten, bis uns die Hyperinflationswelle alle überrollt, der Euro zusammenbricht, die Märkte leer sind und keine Geldscheine aus den Automaten rauskommen. Oder wir packen das endlich an und pachten ein paar Hektar Acker und legen endlich los. Ach, nur so am Rand. Es gibt keine Eintrittsverbote. Soldaten, Polizisten, Gläubige, nicht-biodeutsche, ehemalige Richter oder Antifas ist mir scheißegal. In der Krise, die schon in den Startlöchern steht, werden wir alle gleich schlecht aussehen. Zudem interessiert es keine Sau, was sie gestern noch gedacht haben, sondern nur, wer sie morgen sein wollen. Wir werden sowieso nicht heiraten und ein Leben lang aufeinander klumpen. Also entspannen Sie sich und retten wir endlich unseren Arsch. Unter dem Video ist ein Link zu den Sprachräumen. Wir. Nicht irgendein Trump, nicht irgendein Jesus, nicht irgendwie sonst wer. Ne, gar nichts gegen diese Leute. Ich habe beim besten Willen nichts gegen Jesus. Und ich habe auch nichts gegen Trump. Aber ich habe was gegen die Idee, dass irgendjemand sich von ihm retten lassen will. Das ist einfach nicht konstruktiv. Sie brauchen nur ein internetfähiges Endgerät mit Headset oder Klapprechner mit Mikro und Lautsprecher. Wenn nicht jetzt, wann dann? Seien wir wieder Mensch und machen uns unabhängig. Jetzt. Das ist das, was ich meine. Damit rundet er sämtliche seiner Videos ab. Mit diesem Aufruf, ey Leute, kommt jetzt in die Puschen. Endlich. Hört auf, dumm rumzulabern oder sonst irgendwas, sondern macht endlich was in eurem Umfeld. Fangt an, nett zu euren Leuten wieder zu sein. Hört auf, Nachrichten zu konsumieren, die machen euren Kopf kaputt. Fangt an, euren Garten essbar zu machen. Fangt an, wieder einen lebenswerten Lebensstil zu... Also das ist vor allem, das hat jetzt nichts mit Materiellem zu tun, sondern das hat vor allen Dingen mit einer inneren Freundlichkeit auch sich selber gegenüber zu tun und einem Wertgefühl und einem Selbstwertgefühl. Ne, und wenn ich mir angucke, wie respektlos manche Leute mit anderen umgehen und einfach weiß, dass dieser Mangel an Respekt aus einem Mangel an Selbstwert hervorkommt, da kann ich immer nur, oh, Alter, tut mir so leid für dich. Ne? Ich wünsche, du könntest dich einfach ein bisschen mehr lieb haben. So fängt man an, seine Welt zu verändern. Was ist denn das überhaupt? Die Top 10 der größten Fehler in der Wahrheit. Die Wahrheit ist in dir, Kanal. Meint ihr da irgendwas in dem Link oder so? Weil im Endeffekt macht er genau dasselbe. Wisst ihr, was ich meine? Wo wollen wir hin, verdammte Scheiße? Das ist nämlich das Problem. Wir ballern uns alle gegenseitig. Keiner vertraut mit dem anderen. Man weiß gar nicht mehr, wohin. Das ist auch. Kianusch, gut, dass du es gerade nochmal sagst. Achte mal bitte mit drauf. Es ist tatsächlich so, dass dieses Empfinden, dass man niemandem mehr trauen kann, wirklich so ein Ding ist, dass eine zig Jahre andauernde Kampagne durch die Medien, vor allen Dingen Hollywood, betrieben wird, im Ernstfall bloß seinen Mitmenschen nicht zu vertrauen, sich lieber bis an die Zähne zu bewaffnen, als eine Gartenschaufel in die Hand zu nehmen. Das ist auch was, das sollte man sich definitiv im eigenen Kopf mal genauer angucken. Wie ist da meine Einstellung, warum und woher kommt die? Das zweite und dritte ist fast miteinander verwoben. Ja, er macht dasselbe, aber irgendwie auch nicht. Weil die Zeit, wo er dann nämlich eben keine Videos gemacht hat, hat er nämlich genau das einfach mal sein lassen. Und so wie er spricht, glaube ich, ist er tatsächlich einer, der gerade damit beschäftigt ist, sich irgendwo ein Stück Land klar zu machen. Und das ist der Unterschied. Was passiert auch bei YouTubern offscreen? Kianusch, was machst du so? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich sehe dich auch immer nur da rumsitzen. Ne? Also aber meine YouTuber sehen mich auch immer nur rumsitzen. Oder halt eben, keine Ahnung, dann im Fernsehen, weil ich irgendeine Promi-Villa besetze oder sonst irgendwas und da meinen Spürkes dann mache. Aber
Ja Gott, das ist doch was anderes. Aber letztendlich, worauf ich hinaus will, unsere Communities kennen natürlich auch immer nur das, was wir zeigen. Ne? Und wenn wir natürlich Livestreamer sind oder YouTuber sind, die irgendwie Videos dann da hochladen so, und die wissen nicht, was wir sonst so machen. Also die wenigsten meiner Leute sehen mich tätowieren, die wenigsten sehen mich massieren, die wenigsten sehen mich das machen, was ich so denn, ne? Oder Unkraut jäten im Garten oder so. Das sehen die nicht. Es sei denn, ich halte die Kamera drauf und die zeigen. Aber bei jemandem, also das ist bei mir als YouTuber wahrscheinlich sogar noch leichter als bei irgendeinem Twitch-Streamer, weil beim Twitch-Stream hast du normalerweise dein Setup, von dem aus du streamst, und dann sieht man dich einfach nur da sitzen, völlig unabhängig davon, ob du vielleicht den Rest des Tages damit verbringst, deinen Acker zu begrünen. Darauf will ich hinaus. Das ist die Wahrnehmung. Ne? Wahrnehmung, Wahrgebung. Die Leute können nur das wahrnehmen, was wir wahrgeben. Das gilt für alle anderen auch. Der nächste Fänger. Er fängt die, die die Schnauze voll haben. So, er ist 2.0 Wahrheitsbewegung. Wisst ihr, was ich meine? Er ist diese Telegram-Gruppe, die wir kritisieren, aber 2.0 davon. Er will auch hier spenden. Naja, aber trotzdem interessantes Video. So, jetzt ist dieses Video hier auch schon zu Ende. Es tut mir wirklich leid, dass ich. Also, ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee gewesen, das mal runterzuladen, damit das flüssig durchläuft. Das hat wohl nicht so gut funktioniert. Aber wenn ihr es halt auch komplett sehen wollt, ich verlinke es einfach unter diesem Video und möchte mich an der Stelle einfach gerne. 10 der größten Fehler in der Wahrheitsbewegung. Aber da bin ich jetzt, mal what, what? Wahrheitsbewegung. Jetzt fängt er einfach hier selber an, macht sich selbstständig hier so. Weißt du, jedes verschissene Video kann das. Jedes Video kann sich selbstständig machen. Verstehst du? Nur wir kriegen das nicht hin, weil wir zu doof sind. Nein, wir sind nicht zu so doof. Das ist das Ding. Wir sind nicht doof. Wir sind alles andere als doof. Wir sind hochintelligent. Aber wir sind in allerhöchstem Maße abgelenkt von uns selber, von unserem Potenzial, von unseren Fähigkeiten, von unseren Skills, von unseren Möglichkeiten, von all dem, was wir jeden Tag einfach Bombe machen könnten, wenn wir uns täglich damit beschäftigen. Wir wären Granaten in dem, was wir täten. Wir wären wie Wunderkinder, wenn wir uns einfach mit dem beschäftigen durften, wo wir wirklich Bock drauf haben. Alter, das ist so, das ist pure Logik. Aber genau da fängt schon die Schule an, ne? Greift rein, die Nachrichten und oh, das ist aber wichtig, dass du auf jeden Fall 7:15 oder 8 Uhr deine Nachrichtensendung guckst, sonst bist du ja nicht informiert. Mann, wie oft habe ich diese Scheiße geglaubt, so, ne? Als wäre ich nicht informiert, jetzt wo ich seit 2006 keine mehr gucke. So, das ist ja so ein Schwachsinn. So, Aufnahme stoppe hier jetzt und wünsche euch den Frieden, reiche euch die Hand, sehe euch gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr das möchtet. Ansonsten macht bitte das, was ihr für sinnvoll erachtet und womit ihr euch wohlfühlt. Nochmal kurz die Erinnerung an das Bauchgefühl, das immer wieder auch nicht nur die eigenen Interessen, sondern auch alle anderen im Blick hat. Und es lohnt. Tschö. Watch out.